Ja, Frau Frick, Malbun trifft Malbun, das ist das Motto von dem Treffen. Wie ist man auf die Idee gekommen? Wir sind einmal ein paar Leute zusammengesessen und das waren alles Menschen, die ganz intensive Beziehungen in der Region Werderberg, aber auch mit dem Liechtenstein pflegen. Und da haben wir gefunden, das müssen wir ein Thema machen, weil wir haben gemerkt, dass sie nicht alle Menschen packt. Es ist nicht allen Menschen gleich bewusst, wie wichtig dass die Beziehungen hier und her sind. Und darum haben wir gefunden, wir machen ein Motto für ein ganzes Jahr. Und wir haben ganz verschiedene Anlässe gemacht, das ist ein von mehreren Anlässen. Da treffen sich immer wieder ähnliche Menschen und zum Teil können immer wieder neue dazu. Da fragt man sich als Liechtensteiner, was hätten das liechtensteinische Malbun gemeinsam mit dem Schweizer, sprich Buxer Malbun? Das ist relativ einfach, sind beide Skilift. Ah, das ist schon mal eine gute Idee, alles klar. Beide haben Skilift, beide sind Skiort. Beide sind Skiort, wobei ich muss sagen, natürlich ist das Liechtensteiner Malbun ein grösserer Skiort, hat mehr Skilift. Aber das Buchser Malbun ist für die Region und für Buchs ist es ein wichtiges Skigebiet. Ich glaube, die meisten Leute, die Kinder haben, haben mit den Kindern dort Skifahren gelernt. Das Werderberg und Liechtenstein haben auch noch was gemeinsam. Sie haben beide Messen, jeweils im Abstand von einem Jahr, die Liga und die Wiga. Wie wichtig ist dort das Zusammenarbeit? Wie wichtig ist es dort, dass man dort zusammenwächst? Ich glaube, das sind zwei eigenständige Messen, das ist auch gut, das sind eigenständige Unternehmen. Wichtig ist, dass man den Kontakt pflegt. Ich glaube fest, dass das wichtig ist, dass man Kontakt hat miteinander. Sie sind Mitbewerber, sie bewerben den gleichen Markt, es können die gleichen Menschen an beiden Messen, sie haben zum Teil die gleichen Aussteller. Und es ist wichtig, dass man Kontakt untereinander hat, aber dass man eigenständig bleibt. Ja, Paul Schlegel, Sie scheinen mir ein Stammgast zu sein von der Liga, kann man das sagen? Ich bin jetzt zweimal da am Samstag bei dem Jubiläum und heute mit dem Verein Liechtenstein Werderberg und mit Buchs Marketing da. Mir gefällt es an der Liga. Es ist schön, wie die Leute sich treffen aus dem Werderberg und aus dem Liechtenstein. Paul Schlegel, wie wichtig ist es, dass Werderberg und Liechtenstein gemeinsam an einem Strang ziehen? Sehr. Wir sind eine gemeinsame Wirtschaftsregion und ist so, wie so der Patrick Tentsch selber auch lebt. Man ist auf der Schweizer Seite, man ist auf der Liechtensteiner Seite. Einmal arbeitet man da, einmal wohnt man dort. Miteinander sind wir eine starke Region. Last but not least, Malbun trifft Malbun, das ist das Motto von dieser ganzen Geschichte. Wie ist man auf die Idee gekommen oder wie finden Sie die Idee? Am Morgen. Um 6:30 unter der Dusche hin ist mir die Idee in den Sinn gekommen. Da habe ich gemerkt, wir haben auf beiden Seiten einen Malbu. Und beide Malbu sind schön. Nachher ist es unser Arbeitstitel geworden.